Liebe Leute, ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, und zwar von einem meiner Zuschauer. Der wollte tatsächlich wissen, was denn jetzt wichtiger ist, beziehungsweise was ich finde, was wichtiger ist. Eine teure Kamera oder ein teures Objektiv? Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Viel Spaß! Tja, also was ist wichtiger? Teure Kamera oder ein teures Objektiv? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ne? Ich klemme euch mal eben hier schnell auf mein Stativ. So. Ah ne, dann muss ich noch eben hier die richtige Blende einstellen. Brennweite meine ich. So, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. So sind wir es doch gewohnt. Also was war jetzt genau passiert? Ganz einfach. Aufgrund meiner Videos, die ich hier so gemacht habe, habe ich einen Abonnenten dazu gewonnen. Übrigens vielen Dank an dieser Stelle für euren Support. Ich bin total begeistert. mehr als 2300 Abonnenten, glaube ich. Sind es jetzt 2300? Ich muss mal eben nachgucken. Ja, 2315 aktuell. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin wirklich begeistert. Das hätte ich gar nicht gedacht. Macht mir riesig viel Spaß und finde ich richtig toll. Also nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Einer meiner Abonnenten zumindest hat mir eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, ist für mich eine teure Kamera wichtiger oder aber ein teures Objektiv. Und das, was ich ihm da so geschrieben habe, möchte ich jetzt hier in diesem Video mit euch teilen, denn ich glaube, dass nicht nur er derjenige ist, der sich diese Frage stellt, sondern vielleicht auch viele andere da draußen von euch. Ich finde, das ist eine relativ gute, aber auch gleichzeitig sehr knifflige Frage, die, wie gesagt, wahrscheinlich 1000 verschiedene Antworten hat, aber naja gut, gehen wir mal drauf ein. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Die werde ich euch jetzt gleich mal eben nacheinander einblenden. Diese Fotos habe ich mit einer alten Kamera gemacht und einem mittelpreisigen Objektiv oder aber mit einer mittelpreisigen Kamera und mit einem sehr guten Objektiv oder aber mit meiner R5 und einem ganz billigen Objektiv oder mit einer R5 und einem sehr guten Objektiv. Ich möchte mal wissen, ob ihr den Unterschied erkennen würdet, währenddessen ich jetzt hier die Bilder laufen lasse. Also ich würde sagen, damit starten wir einfach mal und ich rede einfach in der Zwischenzeit weiter. Also abgesehen davon, dass hier so ein hässlicher Vogel auf den Bildern ist, könnt ihr euch aber trotzdem mal die Qualität der Bilder anschauen. Ich habe jetzt hier nicht eingeblendet, mit welcher Kombination ich das Ganze aufgenommen habe, also welche Kamera und welches Objektiv ich benutze. Ich werde aber gleich zum Ende des Videos noch einmal diese Bilder einblenden und dann auch mit den Angaben, welche Kamera und welches Objektiv. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ob ihr denn da den Unterschied erkannt hättet oder beziehungsweise ob ihr das Premium-Equipment erkennt im Gegensatz zu dem Billo-Equipment. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Also was ist jetzt für mich wirklich das Wichtige? Man muss dazu sagen, eine teure Kamera kann natürlich im Regelfall auch mehr Dinge. Also die hat einfach einen größeren Funktionsumfang. Genauso ist es bei einem teuren Objektiv. Ein teures Objektiv hat in der Regel auch immer eine höhere Lichtstärke, eine offenblendigere Situation. Man kann die Motive, die man fotografiert, besser freistellen. Die sind spritzwasserdicht, die haben wahrscheinlich eine bessere Vergütung und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier ist dann die Bildqualität, die mir dieses Objektiv liefert, wahrscheinlich ein besseres. Nein, nicht wahrscheinlich, sondern es ist besser als das, was mir ein günstiges Objektiv liefern könnte. Übrigens mal ganz kurz, habt ihr euch die Bilder jetzt angeguckt? Da waren ja oben so Nummern drauf, die sind also durchnummeriert. Schreibt euch doch mal einfach die Nummern drauf, spult vielleicht nochmal zurück und guckt mal, ratet mal, was das da für Kombinationen sind. Da bin ich mal sehr gespannt. Ihr könnt übrigens gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema haltet, was ihr glaubt, was für euch wichtiger ist. Das fände ich wieder total interessant. Im Grunde kann man sagen, gebe ich mehr Geld für etwas aus, bekomme ich auch mehr. Bedeutet das aber gleichzeitig, dass ich, wenn ich mehr Geld ausgebe, auch bessere Bilder mache? Also, kleines Beispiel. Ich kaufe mir eine richtig tolle, geile, teure Kamera. Beispiel hier die Canon R5. 4.500 Euro. Ist ja nicht wenig, ne? Kauf mir diese Kamera. Und jetzt habe ich keine Kohle mehr und muss mir ein günstiges Objektiv kaufen. Zum Beispiel das RF 50 1.8. Kostet 200 Euro. Werde ich jetzt mit dieser Kombination schlechte Bilder machen? Naja, nicht wirklich. Aber die Qualität, die mir die Kamera liefern könnte, kann ich durch das sehr billige, in Anführungsstrichen, sagen wir mal günstige Objektiv, hört sich besser an, kann ich durch das günstige Objektiv gar nicht so abbilden. Das heißt, die Kamera ist eigentlich für das Objektiv drüber. Zu viel
die hat zu viel Power. Andersrum geht es aber auch. Stellt euch mal vor, ihr kauft euch das, keine Ahnung, RF 8512. Das Teil kostet irgendwie 3000 Euro, glaube ich, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Und schraubt das Ding allerdings an eine Canon RP. Dann habe ich ein Objektiv, was eine so sehr, sehr gute, so heftige Vergütung hat, eine so tolle Bildschärfe liefern kann, welches dann allerdings die doch sehr günstige Kamera vielleicht gar nicht verarbeiten kann. Wisst ihr, was ich meine? Auch das wäre wieder ein sehr großes Ungleichgewicht. Das heißt jetzt unterm Strich nicht, dass ihr damit, mit dieser Kombination, also billige Kamera, teures Objektiv, keine guten Fotos hinkriegt. Das heißt aber auch nicht, dass ihr mit der teuren Kamera und dem billigen Objektiv keine guten Fotos hinbekommt. Aber ihr werdet jeweils durch das ein oder andere Equipment-Teil vielleicht ein Stück weit ausgebremst. Das Beste hier, für meine Ansichtsweise, wäre der gute Mittelweg. Also zum Beispiel eine Canon R6, die kostet gute 2000 Euro weniger als die R5, mit einem mittelpreisigen Objektiv für 1000, 1500 Euro. Ich glaube, das, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, 1435, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist nicht so teuer. Oder das 2405 ist preislich auch noch relativ okay. Also das wäre eine gute Kombination. Damit kann man schon eine ganze Menge anstellen. Es ist aber auch so, dass wenn ich zum Beispiel die R5 nehme, die 4.500 Euro kostet, und das RF 8512 nehme, was 3.000 Euro kostet, dann bin ich bei 7.500 Euro. Boah, dann brauche ich noch eine vernünftige Speicherkarte. Dann bin ich locker bei 8.000 Euro. Für diese 8.000 Euro Kombination kriege ich auf jeden Fall ein besseres Bild hin. Moment, Freunde, besseres Bild. Ich bekomme aufgrund der hohen Megapixelzahl der Canon R5 mehr Details ins Bild. Und diese kleinen Details mit den 45 Megapixel der Kamera werden mir durch die sehr, sehr hohe Vergütung des Objektives auch 1:1 wiedergegeben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Das ist der Haken. Klemme ich zum Beispiel an die RP ein 50-1.8, also beides sehr, sehr günstig, kann ich natürlich auch tolle Fotos machen. Ich kann auch in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was rausholen, noch ein bisschen Schärfe oder irgendwie sowas. Da kann ich eine ganze Menge mit machen. Ich kann erstmal fotografieren, aber ich werde damit, mit dieser Kombination, nicht ein so detailreiches, so tolles, hochauflösendes, knackig scharfes Bild erzeugen können, wie mit der Kombination, die ich gerade eben genannt habe. Es ist aber auch so, meine Freunde, und das meine ich ganz ernst, wenn jemand von euch da draußen interessiert ist, zu fotografieren oder zu videografieren, und ihr habt vielleicht keine Kohle, weil ihr vielleicht gerade Studenten seid oder ihr habt gerade, was weiß ich was, euren Job verloren, habt aber Lust, irgendwie was anzufangen, vielleicht einen neuen Job, vielleicht wollt ihr euch selbstständig machen, habt aber kein Geld oder wie auch immer. Wenn ihr erst einmal anfangt, euch etwas zu kaufen, eine Kamera, ein günstiges Objektiv, das, was in eurem Budget ist, dann ist das mehr wert als alles andere. Denn dann könnt ihr eure Arbeit, das, was ihr damit tun wollt, ob das jetzt ein Hobby ist oder ein Beruf, ja schon mal anfangen und ausüben. Das ist das Wichtigste, wie ich finde. Und genauso wichtig finde ich es auch, dass man weiß, was man überhaupt machen will und was man machen kann. Denn was nützt mir eine R5 und ein 85er 1.2 mit einer 8.000 Euro Equipment-Ausrüstung, wenn ich damit nicht umgehen kann? Oder aber, was nützt mir eine super billige Kameraausrüstung, eine RP und eine 50-1.8, wenn ich aber nach dem ersten Tag schon an meine Grenzen komme? Wisst ihr, was ich meine? Das macht alles gar keinen Sinn. Genau aus dem Grund möchte ich an dieser Stelle sagen und empfehlen, dass ihr euch so in so einen mittelpreisigen Bereich setzt. Also kauft euch eine mittelpreisige Kamera, kauft euch ein mittelpreisiges Objektiv. Ihr seid nicht zu schnell an den Grenzen, die ihr selber habt, seid aber auch nicht zu schnell gelangweilt und ihr könnt für die Zukunft ja noch besser werden. Also was heißt besser? Also besser im Sinne von, man kann das ganze System noch aufrüsten. Ich blende euch jetzt mal eben ganz kurz nochmal die Bilder ein von gerade eben, jetzt allerdings mit der Auflösung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr das so erkannt hättet. We'll be right back.
seid mal ganz ehrlich, hättet ihr diesen Unterschied erkannt? Es gibt ein Foto, da bin ich drauf, da habe ich noch eine alte Brille. Da hätte man jetzt vielleicht ein bisschen mal seinen Grips anstrengen können und denken können, ah, das muss ein altes Bild sein. Und ja, natürlich, das war ein altes Bild mit einer alten Kamera, klar. Und hier, wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man auch einen Unterschied. Ich glaube, dass hier bei YouTube, das auf dem Display, ich weiß nicht, wo ihr das guckt, am Smartphone, am Tablet, am Computer oder am Fernseher, dass man das da nicht so wirklich erkennt. Wenn ich aber die Bilder hier vor Augen habe und ich kann da so ein bisschen reinzoomen, dann erkenne ich natürlich definitiv einen Unterschied. Aber selbst hier bei YouTube glaube ich, dass man hier einen ganz, ganz kleinen Unterschied erkannt hat. Es gibt aber wahrscheinlich ganz viele von euch da draußen, die das nicht sehen, also keinen Unterschied sehen. Ergo kommt es im Grunde nicht darauf an, was für eine Ausrüstung ich habe. Hauptsache, ich habe eine Ausrüstung. Ich habe mit meiner Spiegelreflex damals, mit der 7D, mit der 5D Mark III, sensationelle, tolle Aufträge machen können. Ich habe ganz viele Hochzeiten begleitet. Da hat sich niemand beschwert, der gesagt hat so, hä, du hast nur eine 7D dabei, was ist denn das? Hä, du hast eine 5D Mark III, aber hier so ein billiges Objektiv daran? Nee, dann nehmen wir dich nicht. Da war noch niemand. Alles, was ihr macht, alles, was ihr tut, ist genau richtig so. Und bitte macht an dieser Stelle genau so weiter. Um aber nochmal ganz kurz auf die eigentliche Frage dieses Videos einzugehen, teures Objektiv oder aber teure Kamera, würde ich immer hingehen und sagen, lieber ein teures Objektiv. Denn die Kamera kann ich mehr oder weniger jederzeit auswechseln, austauschen und dann sozusagen mir die bessere Variante nehmen. Das Objektiv, wenn ich das habe, ist ein sehr teures Objektiv, mit dem ich aber, wenn ich das einmal ausgegeben habe, das Geld, immer wieder weiter fotografieren kann. Andersrum gedacht, kaufe ich mir eine teure Kamera und erst ein billiges Objektiv, dann habe ich mit dem Objektiv einfach keinen Spaß. Wisst ihr, was ich meine? Da werde ich nie richtig warm mit werden, weil ich vielleicht die Bildschärfe nicht mag, weil mir vielleicht der Autofokus zu langsam ist oder wie auch immer. Andersrum macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Ergo, meine Antwort wäre, lieber ein teures Objektiv und dafür eine etwas günstigere Kamera. Ich bin übrigens sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Also schreibt das gerne unten mal in die Videobeschreibung. Und sollte einer von euch da draußen, oder auch vielleicht zwei oder drei von euch da draußen sein, die jetzt hier sitzen und denken so, ah ja, ich möchte gerne mit der Fotografie anfangen, ich habe da voll Bock drauf, ich weiß aber nicht, was ich mir da jetzt kaufen soll oder wie auch immer, dann schaut doch gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da sind meine Empfehlungen zumindest alle verlinkt. Die Sachen, die ich sozusagen mittlerweile schon, keine Ahnung, hier vorgestellt habe bei YouTube, sind auch da unten verlinkt. Ihr könnt auch gerne mal in meinem Kanal schauen, in den anderen Videos zu anderen Objektiven, wie auch immer, oder zu anderen Kameras. Ich habe neulich noch einen Vergleich gemacht zwischen der R6 und der 5. Ob die R6 wirklich so viel schlechter ist, das Video verlinke ich mal eben hier oben. Das könnt ihr euch gerne alles anschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier unten in der Kommentarfunktion wieder ein bisschen austauschen könnten und freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Jetzt habe ich mich ein bisschen ist auch egal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, ich mache mir jedes Mal einen Kaffee und wenn ich dann hier fertig bin, trinke ich einen Schluck und dann ist der Scheiß kalt. Das schmeckt scheiße. Tschüss.